Herzlich willkommen zur 8. Folge von Tokyopop packt aus. Auch heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes für euch, nämlich Yona Band 31 in der Limited Edition. Und nachdem es mit Band 30 schon dieses richtig schicke Notizbuch gab, das, ja gut, wenn wir mal ehrlich sind, wahrscheinlich von nur wenigen wirklich als Notizbuch verwendet wird, gibt es dieses Mal etwas, das man nicht nur voller Stolz seiner Yona-Sammlung hinzufügen kann, um es dort zu verehren, sondern etwas, das man auch wirklich ganz einfach in seinen Alltag integrieren kann. Denn ihr bekommt nun in der Limited Edition Band 31 zusammen mit einem Tischkalender für das Jahr 2022. Und wie genau dieser Kalender aussieht, ne, das schauen wir uns doch jetzt mal zusammen genauer an und packen die Limited Edition von Yona 31 mal zusammen aus. Viel Spaß dabei! So, da haben wir sie, die Limited Edition von Yona Band 31. Und man sieht sofort, so groß wie der Karton ist, da muss was richtig Schönes drin sein. Befreien wir sie jetzt also erstmal von der Folie. So. Wenn wir jetzt hier den Schuber abnehmen, muss das mal hier ganz vorsichtig machen. So, also wenn wir hier jetzt den Schuber abnehmen, zack, ich lege ihn mal hier in den Vordergrund, versteckt sich hier erstmal, ja, wie schon, wie eine Art Puzzle, zack, erst einmal Yona Band 31 und dieser Band unterscheidet sich überhaupt nicht von der regulären Version, also das ist der ganz normale Manga, den ich jetzt mal hier mit auf meinen Manga-Stapel drauflege. Hinter dem Manga verbirgt sich dann jetzt das, weswegen wir alle hier sind. Nämlich, zack, der Tischkalender für 2022. So, und die Pappe räume ich auch kurz beiseite. So, bei der Materialwahl haben wir sehr darauf geachtet, dass das Material hier für den Kalender sehr hochwertig ist, damit der Kalender an sich nicht nur einen guten Eindruck macht, sondern dass der eben auch wirklich heil bei euch zu Hause ankommt und eben auch ein ganzes Jahr lang im Einsatz sein kann. So, einmal hier nochmal. Nicht wundern, hier zwischen so, ist nochmal ein Stück Pappe. Das kann auch beiseite. Das ist nämlich nur dafür da, damit der Kalender hier ein bisschen geschützt ist und wir ihn dann hier so aufstellen können. Und zack. Er ist startklar. Der Kalender ist so aufgebaut, dass ihr jeden Monat die Wahl habt, ob ihr lieber eine ganzseitige Illustration sehen wollt, wie jetzt hier auf dieser Seite zu sehen. Und dann habt ihr hier unten nämlich klein, das sieht man wahrscheinlich jetzt im Bild leider nicht, aber hier unten habt ihr dann halt die Leiste mit den Tagen des jeweiligen Monats oder ihr dreht ihn halt einfach um und habt dann ein richtiges Kalenderblatt, wo ihr sehr viel Platz habt, um eure wichtigen Termine eintragen könnt. Also Geburtstage, Messen, wann erscheint der nächste Band eures Lieblingsmanga, all das könnt ihr hier eintragen. Und ja, bei jedem Kalenderblatt ist dann auch immer noch ein süßer Chibi zu sehen, der eben ein Auge auf eure Termine hat. So, und während ich jetzt hier nochmal ein bisschen durchblätter, keine Angst, ich zeige nicht zu viel, habe ich noch ein paar Facts für euch. So. In Japan gab es nämlich ebenfalls einen Kalender als Extra, allerdings erst bei Band 34. Und da der Release von Band 31 bei uns jetzt im November, also eben kurz vor dem Jahreswechsel liegt, war das Timing für so einen Kalender eben einfach perfekt. So, hier für den Februar. Ich hoffe, er stellt das scharf. Auf der Rückseite eben wieder das Kalenderblatt. So, der liebe Ben, also der zuständige Redakteur von Yona, hat aus dem japanischen Kalender 3 Illustrationen übernommen und den Rest ausgetauscht, weil die einfach noch zu neu waren und ja, eben erst nach Band 31 in Japan veröffentlicht wurden. Die anderen Illustrationen stammen aus zum Beispiel dem Artbook oder auch von den japanischen Innenklappen. So, denn, oh, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen. Zack. Also aus den japanischen Innenklappen, denn in Japan erscheinen ja Manga immer mit einem Papierumschlag und da verbergen sich manchmal eben auch noch richtig schöne Illustrationen hinter. Und ja, so. Dieser Tischkalender ist also so in seiner Form wirklich Deutschland exklusiv, also schon echt
was ganz Besonderes. Na, schalten wir wieder rüber. So, damit ist auch die Limited Edition von Yone 31 nun offiziell ausgepackt. Sie erscheint zusammen mit den restlichen November-Neuheiten am 10.11. und kostet glatte 25 Euro. Wie der Name schon sagt, ist diese Edition limitiert und wenn ihr sie euch also noch nicht bestellt habt, zögert nicht zu lange. Ja, und ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber dieser Tischkalender wird definitiv einen Platz in meinem Büro finden. Na, nur bin ich mir noch nicht sicher, mit welcher Seite ich ihn nach vorne hinstelle. Nämlich entweder die ganzseitigen Illustrationen oder doch das Kalenderblatt mit den süßen Chibis. Schwierig. Habt ihr euch schon entschieden? Wenn ja, verratet uns das doch mal unten in den Kommentaren. Und wie immer heißt es natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. So wie zum Beispiel dieses Unboxing-Video. Und hier die Playlist zu den vorherigen Folgen habe ich euch hier mal verlinkt. Und wenn ihr für die kalte Jahreszeit zum Beispiel noch einen Hoodie sucht, checkt doch mal hier unsere neue Tokyopop-Kollektion aus. Bleibt gesund und lest fleißig Manga. Ciao!